Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. In der letzten Folge konnten wir zum Schluss hier noch ein paar Bewohnern helfen und sie dazu bringen, sich an unserer Siedlung wieder anzusiedeln. Und jetzt möchte ich mich in dieser Folge mal wieder der nächsten Hauptmission widmen. Ist ja auch schon wieder länger her, wo wir uns dem gewidmet haben. Und anscheinend treffen wir George Washington. Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Oder wenn nicht? Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Geht jetzt! Tragt die Schlacht zum Feind! Sie sollen den Tag verfluchen, an dem sie uns trafen! Scheint Franzose zu sein. Colonel, mein Freund, und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwinden. Und ich soll wieder alles richten. Kommen die denn her? Sag allen, dass wir uns zurückziehen! Alle mal zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Okay. Ich würde sagen, Charles Lee ist dafür verantwortlich. WASD und der hat das drin, um zu schießen, alles klar. Ich glaube, das ging daneben. Der hat gesessen. So. Perfekter Schuss. Wollen wir es hoffen? Perfekter Schuss! Ganz ehrlich, wenn ich so ein Rotrock wäre, ich würde mich da nicht hinstellen, was mich abgeknallt werde. Perfekter Schuss. Okay, ich muss nur noch eine und eine Viertelminute durchhalten. Wir haben nur halb so viel Patrioten übrig. Okay, auf den einen Mann werde ich jetzt nicht schießen. Mann, ich werde nachlässig hier. Ich treffe nicht mehr alle.
Oh je. Mein Gott, das wird echt knapp. Das wird ultra knapp. Wir schlagen sie doch noch zurück. Wir schaffen das. Noch einmal gefeuert. Wir haben wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Hinrichtung von Patrioten verhindern, okay. Mist. Yeah. Doppelte Hinrichtung, Alter. Okay, weiter geht's. Aua. Es muss schnell gehen. Das hast du so gedacht, was? Und schnell weiter. So, jetzt müssen wir noch schnell ankommen. Hast du so gedacht, was? Und wir schaffen es. Gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er zwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind.
Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Hart gesprochen, Connor. Die Schlacht von Monmouth. Gut. Das haben wir, ich glaube, mit voller Synchronisation sogar geschafft. Geil. Dass ich das noch erleben darf. Und damit haben wir Sequenz 10 beendet. Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat dein Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. So ein Wichser. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frag mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann, keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Du entscheidest richtig, Desmond. Denke ich zumindest. Wie würdet ihr entscheiden? Dein Vater wird in einer der oberen Etagen sein, wo auch du festgehalten wurdest. Hinten in der Halle sind ein paar Aufzüge. Lass dich nicht sehen. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Wer hätte das erwartet? Jeder weiß es. Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das doch jetzt bitte. Mein Vater.
Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signale. Du musst den Rest des Weges klettern. Gute Idee. Darauf wäre ich nicht gekommen. Lang. Hä? Oh, sagt so gleich, dass ich da hoch muss. Kann ich ja nicht erahnen. Kann ich ja nicht riechen. Wir müssen ihn finden! Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Wisst ihr nicht. Schon gut. Ich aber. Ganz ruhig, die Herren. Da kommt der. Alter. Fuck it, Alter. Was wollt ihr, hä? Aua. Na komm her. Lass die immer gleich schießen. Na. Kann man rein theoretisch auch. Hier mit ihren Knaben hier. Die nerven. Mann, oh Mann. So. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah. Gib mir den Apfel. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Apropos, wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Nein! Hau ab! Was zum Teufel war das? What the fuck? Was zum Teufel geht da unten vor? Am besten hinterher, was?
habe nicht mehr eine Ahnung, was mein Ziel ist. Ich muss ihn fangen wahrscheinlich. What the fuck, Alter? Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffe, wir könnten Sie schon von Ihren Erinnerungen weiterführen. Aber hey. Sie sind den Ärger zu spät. Wo ist er? Ich autorisiere hier mit den Einsatzverschuss. Leg dich fern. Dann bringt ihr den Einsatz. Hör nicht auf ihn. Wo ist er hin? Mann. Wo ist der Kerl hin? Du wirst wohl hier hochkommen. So, jetzt mal ganz. Aua. Ach, da hinten. Na dann, los geht's. Sie haben ihn ermordet. Händel war wie ein Sohn für euch. Etwas kränklich vielleicht, aber sehr kränklich. Er hat so viel erreicht, war so gut. Und Sie haben ihn mir genommen. Uns kennt man. Wir wollen der Welt helfen. Sie vor sich selbst retten. Aber Sie stehen im Allweg. Ja, ja. Die Templer sind nicht die Bösen. Aua. So, es reicht mir langsam. Das wäre sehr nett. Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Halt! Nein! Du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja.
Puh. Was? Leertaste E oder R? Okay. Das nenne ich mal schnelles und günstiges Ausrangieren. Wie böse. Alter. So eine Macht sollte niemand besitzen dürfen. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Und das werden wir tun in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, damit konnten wir unseren Vater aus den Klauen von Vidic und den Templern von Abstergo Industries befreien. Und noch die, ich glaube, die letzte Energiequelle finden. Dann müssen wir nur noch den Schlüssel finden, um das Tor zu öffnen. Naja, und wie das alles weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.